mir gefällt das Fischen so, wie es ist, einfach alles. Man hat Zeiten, wo man Rauch hat. Man hat Zeiten, wo man schön hat. Es hat jede, und auch der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter, alles hat sein Schönes und muss es noch sehen. Und danach muss einer Freude haben, Fischen. 6 Uhr morgens auf dem oberen Zürichsee. Franz Hierstand erntet Fische. 20 Grundnetze hat er hier auf den Meter genau gesetzt. Nur er weiß wo. Fischer haben Erfahrungen und Geheimnisse. Jetzt ist es 8 Uhr. Inzwischen ist auch Hermann Weber aus Hurden auf dem See und holt die Netze ein. Zum Schwaben, da die Höhe. Oder ich dürfen wir keine Höhe nicht setzen. Süße. Dann sollen wir mal oben legen und dann erst mal morgen nicht übertreibt. 100 bis 500 Meter oder 1 Kilometer, wenn man es dann noch rund. Dann werden wir alle morgen suchen, das ist nie im gleichen Ort. Zwischen 20 und 30 Kilo sollte man einen guten Fisch fangen im Tag, dass man existieren kann. Und dann hat man auch eben einen Haufen Rauchfisch, wo man fängt mit dem Brüder zusammen, fangen wir so im Jahr so zwischen 15 und 20 Tonnen. Ja, was gibt das 30 Kilo Hölche? Gut 200 Kilo Schwalen. Schwalen und Brachsen. Heute Morgen um 5 Uhr bin ich aufgestanden. Halb 6 Uhr an den See runter. Und um 6 Uhr rum sind wir abgefahren. Und dann schaut man die Netze lupfen und kommt etwa um die 11 Uhr rum. Halb 12 Uhr kommt man dann wieder heim. Im Sommer fangen wir am Morgen um 3:30 Uhr an. Und dann zum Mittag, wenn es geht, dann wollen wir vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde ein bisschen liegen. Und nachher geht es wieder weiter, bis es so Nachmittag um 4, 5 Uhr hat man mit dem Fisch verschaffen, je nach Empfang natürlich. Und dann geht es wieder auf den See, man sieht die Netze wieder raus. Und dann ist es noch gleich mal 8, 9 Uhr. Und dann gibt es noch das und dieses in der Ordnung zu machen, man muss auch die Statistik noch ertragen. Und dann ist es Zeit, um wieder zu schlafen. Dann ist es etwa 9 Uhr, halb 10 Uhr. Und dann muss man schon wundern, sonst mag man am anderen Morgen nicht mehr raus. Nein, es gibt etwas hier und da mal einen Tag, wo man nicht mehr raus kann. Aber normalerweise geht man den Alltag. Meines Erachtens hat es schon gegeben, dass 2-3 Tage jetzt jemand macht. Im November, dann sind die November-Stürme kommen, oder? Dass man dann 2-3 Tage praktisch den ganzen Tag voll durch und die ganze Nacht Wind hat, oder? Dann geht man natürlich meistens schon jemand nicht mehr raus. Wir haben nicht können wählen, wo der Vater gefischt hat, der Onkel hat gefischt. Und als wir zu der Schule rausgekommen sind, hat man einfach mitgemacht, eigentlich vorher schon während der Schulzeit. Das kann man nur so lernen, dass man einfach immer mitgeht und dabei ist. Man kann nachher auch noch einen Kurs nehmen. Sonst eine richtige Lehrzeit macht man ja nicht mit.
Dann auch weniger als 50 Kilo. Ich bin mehr. Bist du nicht fertig, gell? Ja. Ja. Franz Hierstand und Hermann Weber treffen sich unterhalb der Ufenau, tauschen Neuigkeiten aus, schweigen wieder. Die Fischer auf dem oberen Zürichsee sind keine Leute, die viel Worte machen. 18 Berufsfischer gibt es noch auf dem Zürichsee. Sie kennen sich alle. Aber Zusammenkünfte sind rar. Nur wenn im Spätherbst die Zeit des Laichfangs auf Fällchen naht oder wenn neue Fangvorschriften des Kantons die Fischer ärgern, setzen sie sich zusammen. Sonst bleibt jeder für sich. Fischer sind Einsamkeit gewohnt. Draußen sind, sitzt im Hause Hierstand Onkel Robert in der guten Stube und macht Netze. Ich habe 50 Jahre lang das meiste bei dem gehabt. Und dann habe ich es dem Neffen übergeben. Und seit etwa 5 Jahren jetzt ein wenig. Und er fischt jetzt im gleichen Ding weiter. Nur hat er sich dann ein stärker eingesetzt. Er hat den Brüder noch bei ihm. Und die Frau hilft auch bei der Fischerei und hat natürlich einen ziemlich grossen Umsatz jetzt. Er bezieht auch noch von anderen Fischern, wenn er fischt, wenn er zu wenig Fisch hat. Angefangen fischen hat unsere Familie 1870, das war mein Grossvater. Er war Schreinermeister und war ein bisschen kränklich. Und der Doktor hat ihm angeraten, er soll anfangen zu fischen. Seine Frau, meine Großmutter, war aus einer Fischerfamilie. Aus einer der ältesten Fischerfamilien am Zürichsee. Braschler von Horden. Und der Großvater oder der Onkel von der Großmutter ist dann auf Freienbach und hat den Großvater gelernt, fischen. Und seither wird sie in unserer Familie immer wieder betrieben. ...1948 gab es in unserem Land noch 1100 Berufsfischer. Der wachsende Kostendruck und sinkende Erträge brachten viele von ihnen in die Pleite. Die 599 Fischereien, die es heute noch gibt, funktionieren meist als Familienbetriebe. Wer überleben will, muss die Fische selber verarbeiten. In Hierstands Arbeitsräumen haben auch Frau Anna und Bruder Alois die Messer gewetzt. Das Fischerhandwerk ist ein blutiges Geschäft. Bei Hierstands geht es zu wie in einer Metzgerei. Was noch vor wenigen Stunden hilflos in den Netzen zappelte, ist jetzt Arbeitsmaterial. Ein Hauptproblem für die Berufsfischer ist die Gewässerverschmutzung. Sie ließ in unseren Seen den Bestand an Edelfischen sinken. Dafür nahmen die Weißfische, welche die Brüder Hierstand hier für eine Katzenfutterfabrik abfüllen, rapid zu. Doch kein Fischer schätzt die zunehmenden Weißfischfänge. Denn für das Kilo Weißfisch zahlt die Fabrik 30 Rappen. Für das Kilo Egelfilet aber zahlt der Kunde 20 Franken. Ich habe eigentlich nur die Zeiten mitgemacht, wo es noch ziemlich gut war. Und dann hat man gemerkt, dass es immer schlechter wird. Es hat immer mehr Algen gegeben. Es hat Zeiten gehabt, wo man nicht so kaum mehr können setzen. Unser Fischerverein hat vor 60 Jahren Eingaben gemacht wegen Gewässerverschmutzung. Und jetzt muss jetzt natürlich ausgelacht worden. Man hat dem noch keine Achtung geschenkt. Darum ist es heute gut, dass die Kläranlagen gebaut sind. Es ist ja noch nicht alles in der Ordnung, wie es sieht. Wir haben allerdings jetzt wieder auf Tiefen Fisch gefangen, wo man sonst einen Kämme oder nur noch tote Fisch bekommen hat. Und dann müssen wir schon schliessen, dass es das eher etwas besser hat. Was heißt das für ein Käse? Man kann schon leben,
aus der Fischerei. Es ist halt so, man hat die Jahre, die man gut hat, aber man muss dann auch wieder in Kauf nehmen, dass halt dann auch wieder andere Jahre kommen. Und darum muss man halt ein bisschen Reserven anlegen, dass man dann die schlechten Jahre auch wieder mal überbrücken kann. Am Abend vor Sonnenuntergang sind die Fischer wieder draußen auf dem Wasser, legen ihre Netze aus und hoffen auf großen Fang am anderen Morgen, wenn noch alles schläft. Tag für Tag.